Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir haben gerade einen Krieg gegen Deutschland gewonnen. Wir haben jetzt eine Verbindung zur Ostsee. Wir sind alle glücklich darüber. Apropos Verbindung zur Ostsee. Da können wir einen Marinestützpunkt erweitern. Das ist ja schön. Wir haben. Außerdem, wir sind außerdem gerade in einen Konflikt geraten zwischen auf der einen Seite Russland, Frankreich und uns und auf der anderen Seite Deutschland, Großbritannien. Willst du hierher? Gut, meine Tochter will nicht zum Computer, was ich okay finde. Deswegen bleibe ich gleich hier. ja. Wenn es wirklich zu diesem Konflikt, wenn dieser Konflikt tatsächlich in einen Krieg mündet, könnte das wieder gut für uns sein, weil da könnten wir Deutschland weiter demütigen. Und wie schon gesagt, es kann durchaus sein, irgendwann mal jetzt müsste ein Ereignis kommen, das den so einen Krieg wie der, der uns da bevorstehen würde, zu einem Weltkrieg machen würde. Was so viel bedeuten würde, wir würden sie noch mehr demütigen. Weil den Krieg würden wir auf jeden Fall gewinnen, den kann er gar nicht gewinnen. Oh, sie haben eingesch. Ha. Sie haben eingewilligt, sehr gut. Das Osmanische Reich wurde schwächer, Deutschland wurde gedemütigt. Das könnte durchaus sein, dass Deutschland jetzt aus dem Großmacht-Dings rausfällt sogar. Die haben ja jetzt Prestige verloren, oder? War offensichtlich nicht genug. Bayern hat 276 Punkte. Naja, irgendwie wäre es mir eh lieber, wenn sie nicht von Bayern überholt werden. Ja, und sie bauen schon wieder Armee. Eine Armee nach der anderen. Unermüdlich. Und es läuft und läuft und läuft das deutsche Werkel. Naja. Ja, unsere Militanz ist in der Zwischenzeit auf 4,5 wieder angestiegen. Solange unsere Nachbarn noch höhere Militanz haben als wir, ist uns das nicht ganz so wichtig. Ha, aber das scheint sich was anzubahnen. Also vielleicht kriegt ja Griechenland noch mehr Regionen auf diese Art und Weise. Unsere Moral steigt sehr gut. Gut, dann werden wir uns hier diese Gebiete auch noch. Schauen wir mal, wie ist denn das mit Liberia? Sind die mit irgendjemandem verbündet? Yep. Naja, USA. Mit denen wollen wir keinen Krieg führen. Die sind zu weit weg. Das ist zu mühsam, mit denen einen Krieg zu führen. So. Gut, damit haben wir da alle unsere Grenzen wieder abgesichert und verbessert. Wir werden dann in den Kolonien auch gleich schauen. 0,5% Liberale dazu gekriegt. Das könnte doch tatsächlich bedeuten, wir können tatsächlich da was machen. Nur nicht sozialistische. Wollen wir langsam Wahlen zulassen? Wir wären eine der letzten, die das machen, nehme ich mal an jetzt. Ah, wir haben die Reaktionären an der Macht, die würden niemals Wahlen zulassen. Was sie zulassen würde, wären vielleicht Gewerkschaften oder politische Parteien. Würden sie politische Parteien zulassen? Nein, wahrscheinlich nicht, deswegen sind sie ja reaktionär. Na, wurscht.
Was bringt es, dass wir politische Parteien haben, wenn wir keine Wahlen haben? Naja. Diese Logik müssen wir nicht verstehen. So, wir gehen noch weiter runter mit den Steuern. Da 50%. Und da 70%. Oh, vielleicht sogar noch weiter runter. 45 vielleicht sogar. Das heißt, unseren Leuten geht es eh relativ gut. Wir bauen ein wenig Militär nach. Was nehmen wir? 1890, 1888. Wir nehmen das dann natürlich, wir unterstützen das voll und ganz. Wir können auch wieder. Können auch wieder beginnen, Freunde zu machen in unserer Umgebung. Das mag uns wieder jeder. Das ist gut. Und Deutschland ist schon wieder auf 305 Punkte. Die haben schon wieder. Ah. Gut, Chile, Brasilien. Luca lassen wir noch. Ein Admiral dazu. So, jetzt haben wir dann Militärlogistik. Jetzt werden wir dann wieder in was anderes investieren. Kultur, Industrie, natürlich Industrie. Was machen wir industriell? Fortschrittliche Metallurgie, Elektrizität. Da könnten wir Elektroteile herstellen dann. Oder Verbrennungsmotor für Autofabriken und Flugzeugfabriken. Fließband ist auch nicht schlecht. Macht Fabriken noch billiger und noch effizienter. So schwer Elektroteile wollen wir schon haben. Wir wollen das alles hier haben. Na gut, fangen wir mal damit an. Hey, unsere Teeproduktionsrate, Kaffee- und Opiumproduktionsrate steigen. Und kommunistische Rebellen werden stärker. Na toll. Wir wollen keine kommunistischen Rebellen. Gut, ich glaube, wir können uns noch eine weitere Armee leisten. Oder? Ja. Das geht sich locker aus. Mal noch Musik. So, sammeln wir wieder zentral in Gjör. Schauen wir mal, Armee bauen. Eine Garde.
Ungarn, Rumänen, Polen, Norditaliener. Ja, Polen, Norddeutsche. Ukrainer. Noch mehr Polen. Und noch mehr Ungarn. So, wie schaut das in Afrika aus? Sammeln wir hier noch Truppen? Bauen wir noch eine Kolonialarmee? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eins, zwei. Eins, eins, eins. Passt, zwei Armeen. Ja, außerdem haben wir gesagt, wir werden in Afrika auch. Wir werden in Afrika auch jetzt dann wieder vorspawnen. Wieder ist gut. Da waren noch nie welche. Aber da waren schon welche. Schützen wir. Okay, Organisation steigt. So, dann bauen wir da an die Grenze auch noch ein paar Forts. Ins Tiefe nicht hinein. Jetzt ist das Geld wieder ausgegangen, weil die Pause aktiviert war. Wir erweitern. Nö. Ah, Mist, jetzt habe ich das mit dem Prestige genommen. Naja, wurscht. Vor. Och, du kriegst noch ein Vor. Kernprovinz Äthiopien. Ich glaube nicht, dass... Oh, Rebellen. Okay, aber das ist eigentlich eher lächerlich, was wir da haben. Wenn das alles ist, was die können. So, ich glaube, das sollte mehr als genug sein, was wir da machen.
alle versorgt. Und ja, wir sind noch 50%, was das betrifft. Das heißt, versorgt sind die Truppen auch. Mitrovica haben wir schon gewonnen. Ah ja, wir sollten vielleicht schauen, ob wir in Afrika auch solche Rebellen haben. Schaut gut aus. Keine Rebellen. Gut. Ich werde langsam auch müde. Wie man merkt. Jetzt kommen diese Meldungen natürlich die ganze Zeit, dass wir sie alle los sind. So, noch immer 60.000 Mann in Posen. Aber mittlerweile haben wir da schon ein bisschen mehr. Wir sollten noch eine Armee, irgendeine Fabrik hinbauen. Nachdem wir die Maschinenteile dort haben. Und Glashütte hin. Lassen wir sie in Ruhe. Natürlich lassen wir sie in Ruhe. Wenn das das Bewusstsein nur steigert und nicht die Militanz. Mögen uns alle. Yes. Organisation steigt weiter. Wir könnten dann auch langsam anfangen zu versuchen, unsere Kolonien in irgendeiner Weise ins Reich zu integrieren. Das ist allerdings eine sehr mühselige Sache. Allerdings mittlerweile sollten dann langsam die Effizienzen im Umsiedeln der Leute steigen. Wow, bist du wahnsinnig, bei uns ziehen sie aus. 1000 Maxlern sind ausgewandert letztes Jahr. Gibt es sowas wie Binnenwanderung? Okay. Oh, da hier. Schau an. Gibt es offensichtlich noch viel Platz für uns. Handwerker. Politischen. Perser, Somalia, Balutschisch und Beduinisch. Hey, aber auch Süddeutsch, ein paar. Das ist ja süß. Okay. Es gibt schon ein paar süddeutsche Bürokraten. Das ist ja gut.
0,03. Vielleicht sollten wir versuchen, den Oman in eine österreichische Kolonie zu verwandeln. Naja, warten wir noch, bis wir da bei 2% Geistlichen sind in Posen. Dann nehmen wir den und kümmern uns darum. Bis dahin. Lassen wir das mal. Noch eine Beleidigung von wem? Gegen das chinesische Reich. Puh. Das wäre schon fast cool, wenn wir auch nur annähernd in der Nähe wären. Sind wir aber nicht. Gut, das wird die 11. Armee. Nehmen wir zum Anführer bei der 11. Armee. Jemanden, Chile nämlich, können wir jetzt in die Sphäre aufnehmen. Auch nicht schlecht. So, wie ist das mit Chile? Zurzeit keiner drinnen. Luca ist auch mehr oder weniger fertig. Das heißt, wir brauchen wieder ein Gebiet, das wir in unser Reich eingliedern können. Hier drüben haben wir sicher noch Sachen, die wir gerne hätten. Venezuela zum Beispiel. Ist das, was mit Venezuela vertraut. Na, nehmen wir lieber was Einfacheres. Bolivien, Uruguay oder Ecuador. Machen wir Ecuador als erstes. Ist zwar nicht so reich wie Venezuela, aber reich genug. Unsere 11. Armee wird immer größer. Gegen Korea. So, was haben wir gesagt? Da unten werden wir auch weitere vorspawnen. Rund um Äthiopien haben wir ja welche jetzt. Dann erweitern wir hier noch. Gut, machen wir das. Uns geht schon wieder das Geld aus. Wir bauen schneller, als wir Geld produzieren. Obwohl wir wirklich schnell Geld produzieren mittlerweile. Das waren die Nord-West-Grenzen unseres Afrika-Gebiets. Jetzt gibt es da unten auch noch was. Schaut doch ganz gut aus.
irgendwie netter gewesen, wenn unsere Verbündeten was verlangt hätten, aber na gut, man kann nicht alles haben. Die lieben uns eh schon. Land eigentlich auch. Schweiz. Dürfen wir bei euch durch? Das heißt, sie werden nicht akzeptieren. Ist das bei euch hier auch nicht? Aber bei euch dürfen wir schon durch, oder? Sehr gut. Und wir haben Elektrizität entwickelt. Und wir sind im Jahr 1887. Gut, was haben wir hier? Hier 32% Liberale, gut. Kohlenstoffanreicherung. Wir haben die ersten paar Dünger erzeugt. Fließband. Ja, dort das mit dem Fließband. Bis hinten November, nicht einmal das ganze Jahr. Sehr gut. Ich will gar nicht wissen, ob meine Nachbarn, wie weit meine Nachbarn jetzt schon sind, technologisch. Da schau, da sind schon wieder 45.000 Mann von ihm. Als ob der nie Krieg geführt hätte in letzter Zeit. Ja, wenn er noch einmal Krieg führt, muss ich dieses Mal was anderes mir holen. Vielleicht sollten wir hier sogar eine eigene Flotte bauen. In der Ostsee. Wäre vielleicht wirklich interessant. Österreich, hey, Panama gehört jetzt zu uns. Zumindest das eine Gebiet in Panama. Machen wir da einen Flottensammelpunkt. Den holen wir. So, haben wir auch noch einen Flottensammelpunkt irgendwo. Nö, da auch nicht. Da haben wir auch noch einen. Die schalten wir ab. Und dann bauen wir doch glatt eine Flotte. Schlachtschiffe. Und wo fahren die alle hin? Oh, von alle nach Dresden. Jetzt ist es besser, jetzt fahren sie alle nach Tuchel. Passt. Da haben wir dann auch noch eine Flotte. Elektromaschinen, Fabrikskosten plus 5%, Holzproduktionsleistung plus 10%. Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so die große Innovation gewesen. Mir ist irgendwie lieber gewesen, wir hätten die Fabrikskosten gleich behalten und hätten dafür keine Holzproduktion verbessert. Bumm. Auch Verona kriegt Nitroglycerin. Warte mal, gibt es in Verona überhaupt Eisen? Lukas bankrott, naja, nachdem sie mit uns verbündet sind, sagen wir mal,
Ist nicht so schlimm, Freunde. Irgendwann mal kriegen wir das Geld schon wieder. Hey. Wir können weitermachen hier. Machen wir das da. Oder lassen wir dann irgendwann mal nur die Aristokraten wählen. Das werden wir dann vielleicht das nächste Mal machen. Aber bis zum nächsten Mal, Herrschaften, wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr schlaft gut und träumt was Schönes. Bis bald. Tschüss euch.